Herzlich willkommen zur Lorfana Home Session Nummer 15. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind und ich freue mich ganz besonders, Frau Professor Simone Abels begrüßen zu können, die heute referiert zum Thema die Natur der Naturwissenschaften. Und ja, ich bin sehr gespannt, freue mich, dass Sie da sind und ja, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Herr Kleineberg, und auch von mir ein herzliches Willkommen zu meinem Vortrag. Sie alle haben wahrscheinlich in den letzten Wochen Bilder und Videos zum Thema Corona-Krise bekommen. Und eins meiner Highlights möchte ich Ihnen gerne zeigen. Hier wurde ein naturwissenschaftlicher Versuch zum Thema Oberflächenspannung als Metapher genutzt, um zu erklären, warum Händewaschen so wichtig ist. Jetzt auf euren Händen. Jetzt steckt einfach mal den Finger da rein. Und was passiert? Gar nichts. Jetzt habt ihr die Coronaviren, die schwarzen Punkte, auch an euren Händen überall kleben. Ne? Und wisst ihr, warum Händewaschen so wichtig ist? Nehmt mal einen anderen Finger. Nehmt mal eher den Finger. Ja, jetzt tippst du da einmal mit dem Finger rein. Warte noch, warte. Du tippst da mit dem Finger rein. Ja. Und jetzt tippt ihr mal den Finger da wieder rein. Und seht ihr? Und jetzt verschwinden die ganzen Coronaviren. Und deswegen ist das so wichtig, die Hände immer mit Seife zu waschen. Habt ihr das gesehen? Allerdings wurde dieses Video verschickt mit Sätzen wie: Man sieht, Bakterien haben Angst vor Wasser. Und jetzt mögen vielleicht welche unter Ihnen sein, die denken, ach, Bakterien, Viren, das kann man schon mal verwechseln, ist doch auch alles irgendwie das Gleiche. Aber dass dieser Irrglaube persönliche Handlungsentscheidungen beeinflusst, zeigt sich spätestens dann, wenn Sie vielleicht das falsche Desinfektionsmittel verwenden, weil es vielleicht gegebenenfalls eben nicht gegen Coronaviren wirksam ist. Aber auch in der Presse und unter den engsten BeraterInnen von PolitikerInnen kursieren Irrglauben, Fake News, Verbreitung alternativer Fakten. Und das nimmt beständig zu. Und so äußert zum Beispiel die Beraterin von Trump: This is COVID-19, not COVID-1, folks. And so you would think the people in charge of the World Health Organization, facts and figures, would be on top of that. Ganz schlimm ist diese sogenannte Infodemie, vor der die WHO warnt, die eben einen enormen Anstieg an Miss- und Desinformation, Mythen und auch wirklich blankem Unsinn beobachtet, wie eben auch in diesen Beispielen. Also wenn dann sowas kursiert wie: Ich habe gehört, Corona verbreitet sich über das Leitungswasser. Oder das Coronavirus ist nicht gefährlicher als eine gewöhnliche Grippe. Das Virus stammt nicht von einem Markt in Wuhan, wurde verbreitet, sondern von einem dortigen Biolabor, wo es gezüchtet wurde. Oder Mediziner der Uni Wien hätten herausgefunden, dass Ibuprofen die Vermehrung des Coronavirus beschleunigt. Was natürlich wirklich auch gefährlich ist für Menschen, die auf die Einnahme von Ibuprofen angewiesen sind. Oder auch natürlich eine ganz tolle Lösung für uns alle wäre, wenn Folgendes stimmen würde: Du musst mindestens alle 15 Minuten etwas trinken. Selbst wenn das Virus in den Mund gelangt, leitet das Wasser die Viren dann durch die Speiseröhre in den Magen und dort tötet die Magensäure dann das gesamte Virus ab. Alles Fake News. Und das Problem dahinter ist eben eine mangelnde oder fehlende naturwissenschaftliche Grundbildung. Also Lehrpersonen und Studierende in naturwissenschaftlichen Fächern sollten dazu befähigt werden, dafür ist mein Aufgabenbereich, die Didaktik der naturwissenschaftlich, verantwortlich, allen SchülerInnen eine naturwissenschaftliche Grundbildung zu ermöglichen, egal welchen Beruf sie später ergreifen wollen. Dafür sollten SchülerInnen eben ein reflektiertes Verständnis der Naturwissenschaften in verschiedenen Kontexten besitzen, wofür sie nicht nur konzeptuelles, also fachliches Wissen benötigen, sondern auch prozedurales Wissen, also Wissen über die Methoden der Naturwissenschaften und epistemisches Wissen. Was so viel heißt, dass die SchülerInnen die Natur der Naturwissenschaften verstehen sollen, also die Möglichkeiten und Grenzen naturwissenschaftlichen Wissens und Handelns. Eichin schreibt dazu, dass eben sozusagen das ultimative Ziel ist, SchülerInnen als zukünftige BürgerInnen und KonsumentInnen darauf vorzubereiten, dass sie eben auf naturwissenschaftliche Aussagen aufmerksam werden, die es in gesellschaftlichen Kontexten gibt,
diese analysieren und dann eben auch sich so informieren oder so informiert sind, dass sie dann auch in persönliche und gesellschaftsrelevante Entscheidungen treffen können. Zur Natur der Naturwissenschaften gehört aber auch zu verstehen, wie NaturwissenschaftlerInnen arbeiten. Und wir haben SchülerInnen dazu befragt und ganz neben gängigen Antworten wie experimentieren, forschen, auswerten, kommen auch spannende Aussagen wie fleißig sein oder die arbeiten im Geheimen, die müssen geduldig und hilfsbereit sein oder auch, was ich auch ganz amüsant fand, sie müssen tapfer sein, sie müssen auf Hygiene achten und sie kommen auch manchmal ins Schwitzen. Und der Virologe Christian Drosten betont ja auch immer so schön in seinem Podcast, was NaturwissenschaftlerInnen auch nicht können. Nämlich, sie treffen keine Entscheidungen. Die Wissenschaft generiert Daten und kann auch sagen, wie sicher diese Daten sind und kann diese auch einer breiten, informierten und aufgeklärten Gesellschaft dann zur Verfügung stellen und erklären. Aber WissenschaftlerInnen sind eben keine PolitikerInnen. Ja, wir haben kein demokratisches Mandat, was aber im Moment durchaus irgendwie medial entweder gefordert wird oder repräsentiert wird auf jeden Fall. Und so haben eben viele, auch erwachsene Menschen, ein Bild von Naturwissenschaften, das als unangemessen zu bezeichnen ist. Viele glauben, wie naturwissenschaftsdidaktische Studien zeigen, dass zum Beispiel NaturwissenschaftlerInnen besonders objektiv seien oder dass eine Sammlung von gewissenhaft erhobenen Daten zu sicherem Wissen führen würde. Oder dass Naturwissenschaften und ihre Methoden absolute Beweise liefern würden. Viele glauben auch, dass Naturwissenschaften und ihre Methoden alle Fragen beantworten könnten. Oder dass naturwissenschaftliche Ergebnisse grundsätzlich auf Richtigkeit hin überprüft werden. Und hier warnt ja auch gerade aktuell die Deutsche Forschungsgemeinschaft davor, vor dieser vermehrten Praktik, Publikationen auf Preprint-Servern zur Verfügung zu stellen, ohne dass sie aber vorher überprüft werden. Das ist natürlich durchaus begrüßenswert, wenn es jetzt darum geht, dass NaturwissenschaftlerInnen untereinander ihre Ergebnisse austauschen. Aber dennoch muss eben allen klar sein, dass diese Ergebnisse als vorläufig zu betrachten sind. Und so gehört eben zu den adäquaten Ansichten über die Natur der Naturwissenschaften, dass das Wissen in den Naturwissenschaften, obwohl es zuverlässig sein mag, eben nicht unveränderlich ist. Und dass es auch stark, aber nicht vollständig auf Beobachtungen, experimentellen Resultaten, rationalen Begründungen und einer gewissen Skepsis beruht. Neue Erkenntnisse müssen auf jeden Fall klar und offen dargestellt werden und eben auch Aussagen über ihre Zuverlässigkeit getroffen werden. Und Beobachtungen sind eben auch immer theoriegeleitet. Ja, das heißt, Beobachtungen treffen wir eben nicht objektiv, sondern sie sind immer von NaturwissenschaftlerInnen auch subjektiv gefärbt. Und so brauchen wir eben auch eine Minimierung von diesen negativen Konsequenzen, die diese unangemessenen Ansichten haben. Und es bedarf dafür auch ein Umdenken in der Tradition der Naturwissenschaftskommunikation. Und die Gesellschaft muss eben auch befähigt werden, in diese geöffneten Dialoge dann einzutreten und teilzuhaben. Und ich würde gerne nochmal eine kleine Übung machen, um das Ganze auch nochmal zu veranschaulichen, was jetzt das zum Beispiel bedeutet, dass Beobachtungen und Schlussfolgerungen eben nicht das Gleiche sind. Wir müssen zwischen Beobachtung und Schlussfolgerung unterscheiden können. Das ist ein Ziel von der Natur der Naturwissenschaften. Und wenn ich Sie frage, was auf diesem Bild hier passiert sein könnte, dann kriege ich auch in meinen Vorlesungen ganz häufig Antworten, wo jemand sagt, ja, da treffen zwei Vögel aufeinander und dann gibt es einen Kampf und der größere Vogel frisst den kleineren auf und geht dann seines Weges. Und dann gibt es häufig noch andere Geschichten, die dann erzählt werden, die vielleicht ein bisschen persönlicher sind, dass vielleicht eine Mama und ein Kind aufeinandertreffen und die Mama nimmt dann das Kind auf den Rücken und beide gehen dann sozusagen ihres Weges. Die Frage ist natürlich, was kann ich hier wirklich beobachten? Meistens kommt dann nochmal etwas genauer vielleicht die Antwort, ja, es sind Tierspuren im Schnee oder ähnliches. Aber auch das ist immer noch eine Schlussfolgerung, die auf unserer Erfahrung beruht. Was Sie eigentlich tatsächlich nur sehen können, sind schwarze Spuren auf einer weißen PowerPoint-Slide. Und diese Spuren unterscheiden sich eben in Form und Größe. Und diese Erfahrung, die wir gemacht haben, führt aber dazu, dass wir unsere Beobachtung sofort klassifizieren, relativ schnell in Kategorien denken
und dann auch unsere Einordnung machen. Das müssen wir auch, sonst wären wir im Alltag häufig ganz schnell überfordert. Aber das hat eben Gefahren, kann natürlich auch dann schnell zu Vorurteilen und Schubladendenken führen. Und es führt eben im Bereich der Naturwissenschaften dazu, dass wir Daten eine Botschaft oder eine Schlussfolgerung beimessen, die darin vielleicht gar nicht enthalten sein mag oder dass eben auch mehrere Schlussfolgerungen gültig sein könnten oder alle gleich plausibel sind und wir aber dazwischen dann nicht mehr unterscheiden. Und wenn man sich dieses Bild noch einmal anguckt, dann ist es ja so, dass wir noch nicht mal wissen, ob diese Spuren auf dieser Slide überhaupt zur gleichen Zeit entstanden sind. Und wir sollten dies eben auch im Alltag bei der Konsumierung wissenschaftlicher Erkenntnisse stärker beachten. Beobachtungen und Schlussfolgerungen sollten wir strikt trennen. Und das zu verstehen, ist eben eins der Ziele von der Natur, der Naturwissenschaften. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Ja, vielen lieben Dank, Frau Abels, für den interessanten Input zum Thema der Natur der Naturwissenschaften. Sie haben die Möglichkeit, über das Frage- und Antworten-Tool Fragen zu stellen. Und es sind auch schon die ersten eingetroffen. Sie haben sehr, sehr schön gesagt, man hat ja gehört, oder alle Naturwissenschaftler sollten eine gewisse Ausbildung haben und diesen Weg des Erkenntnisgewinnes verinnerlicht haben. Wieso melden sich denn dann so dubiose Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit falschen Informationen, gerade in der Corona-Krise, zu Wort? Ja, danke für diese spannende Frage. Was ich immer wieder feststelle und was auch tatsächlich durch Studien belegt ist, dass auch nicht unbedingt alle NaturwissenschaftlerInnen ein angemessenes Verständnis von der Natur der Naturwissenschaft haben. Das ist tatsächlich ein Forschungsfeld, dem wir uns in der Didaktik der Naturwissenschaften sehr stark widmen, das aber häufig in rein naturwissenschaftlichen Studiengängen gar nicht mitthematisiert wird. Sondern Sie studieren, wenn Sie jetzt, ich sag mal, Chemie studieren oder Biologie studieren, dann studieren Sie das ja in einer bestimmten Fachkultur. Und dieses Fach lebt dann auch durch bestimmte Vorgehensweisen, Methoden, die dann häufig auch gar nicht hinterfragt werden. Oder es wird auf eine Art kommuniziert, die natürlich dann auch für alle NaturwissenschaftlerInnen selbstverständlich ist. Man muss dann bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr erklären. Und das führt dann häufig dazu, dass auch dieses Bild, was man dadurch vermittelt an die Gesellschaft, überhaupt nicht mehr reflektiert wird und da dann vielleicht auch ein unangemessenes Bild vermittelt wird. Also zum Beispiel auch durch unsere Publikationspraxis. Wir publizieren ja meistens nur Dinge, die sehr bereinigt sind. Da werden meistens keine Fehler, die gemacht wurden, benannt. Da werden auch meistens keine Ergebnisse oder Studien veröffentlicht, die zu keinen Ergebnissen geführt haben. Und es wird alles sehr, sehr linear und sehr klar dann eben in dieser Studie beschrieben. Und das führt dann natürlich dazu, dass Menschen auch glauben, NaturwissenschaftlerInnen würden nie Fehler machen. Oder wir würden immer sofort dann auch am Ende dann wissen, was herauskommt und ähnliches. Und das, glaube ich, müsste auch in den wirklichen reinen Fachstudiengängen Teil der Ausbildung sein, zu reflektieren, was eigentlich die Natur der Naturwissenschaften ist. Also, dass man auch so ein bisschen mit der Fehlerkultur umgehen lernt, oder? Ja, genau. Und dass man dann eben auch genau solche NaturwissenschaftlerInnen, die ein bestimmtes Bild nur darstellen oder produzieren von den Naturwissenschaften, dann eben auch entlarven kann oder dann auch eben sagen kann, dass bestimmte Studien vielleicht auch gar nicht diese Aussagekraft haben, wenn da auch zu schnelle Schlussfolgerungen zum Beispiel getroffen werden im eigenen Bereich. Ja, wir haben jetzt noch eine ganze Reihe Fragen, die so in Richtung Fake News gehen. Deswegen will ich zweimal zusammenfassen. Und zwar die eine, wie kann man erfolgreich gegen Falschinformationen vorgehen? Beziehungsweise, wie können und sollten naturwissenschaftliche Informationen, die für die Öffentlichkeit wichtig sind, am besten medial verbreitet werden, damit es nicht zu solchen Fake News kommt? Da gibt es interessanterweise gerade auch eine aktuelle Studie, die jetzt seit März auch begleitend gelaufen ist, die herausgefunden haben, dass die Menschen tatsächlich WissenschaftlerInnen sehr stark vertrauen und auch einem gut fundierten, gut recherchierten Wissenschaftsjournalismus vertrauen. Und dass, wenn es Fake News gibt, dass dann eben auch über diese WissenschaftsjournalistInnen oder auch WissenschaftlerInnen, die sich dann einer guten Wissenschaftskommunikation bedienen, diese Fake News klargestellt werden sollten. Und dass auch diese Klarstellung, haben sie auch herausgefunden, keinen Backfire-Effekt
hat, also dass das nicht sozusagen dann auch wieder was Gegenteiliges bewirkt, was man gar nicht erreichen wollte. Und so wäre es wichtig, dass eben verstärkt und vielleicht auch zentral gesammelt an einer Stelle man nachschauen könnte, was es eigentlich mit diesen Fake News auf sich hat, dass jemand eben oder dass eine wissenschaftliche Institution eben diese Fake News auch überprüft und dann auch klarstellt. Weniger hilfreich ist, wenn eben einzelne Menschen gegen diese Fake News argumentieren. Klar, das kann helfen und wir sollten alle auch dazu beitragen, wirklich nur wissenschaftlich angemessene Informationen zu verbreiten und vielleicht auch öfter uns einfach mal trauen zu sagen, ich weiß es nicht, ich muss das nachschauen oder wir müssen das überprüfen oder Dinge auch einfach in Frage zu stellen. Aber hier sind eben ganz klar dann auch entsprechende wissenschaftliche Institutionen in der Verantwortung, das den Menschen zu kommunizieren. Ja, wie ist das? Die Frage kommt auf, wie kann man als Laie denn Fake News erkennen? Gibt es da so Handreichungen, dass also in Abwesenheit der Institutionen, die da kontrollieren? Also es ist natürlich extrem schwierig, Fake News zu erkennen, gerade wenn man sie vermehrt hört. Denn was ich vermehrt höre, aus verschiedenen Quellen vielleicht sogar, das halte ich natürlich für richtig. Eine Idee auch oder ein Ziel der Naturwissenschaften ist, dass Menschen lernen, Quellen, die Verlässlichkeit von Quellen auch einzuschätzen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel bestimmte Dinge immer nur über Social Media verbreitet sehen, ja, über da bestimmte Kanäle, dann ist es, glaube ich, ratsam, das auch nochmal zu überprüfen und dann auch bei entsprechenden seriöseren Medien nochmal nachzulesen oder dann auch entsprechend seriöseren Wissenschaftsseiten das Ganze nochmal zu recherchieren. Aber das Ganze ist eben es ist schwierig, das zu erkennen natürlich, gerade wenn dann noch dazu behauptet wird, dass WissenschaftlerInnen bestimmte Dinge herausgefunden hätten. Wie gesagt, ich würde mich nicht auf Dinge verlassen, die nur über Social Media verbreitet werden, weil auch dort eben nicht alles gelöscht wird, was Fake News sind. Es bleibt vieles dort bestehen. Ich würde versuchen, mich auf seriöse Quellen zu berufen und auch versuchen, aus mehreren Quellen immer meine Informationen zu ziehen und nicht nur aus einer. Ja, dieses schöne Maßnahmenpaket klingt ja nach also eine sehr, sehr schöne Handreichung. Wir hatten, das ist eine Frage, im Bereich des Datenschutzes war man ja vor einigen Jahren oder Jahrzehnten auch eher unbedacht, was alles so passieren kann. Und dann hat sich die Öffentlichkeit so ein bisschen wieder auseinandergesetzt. Ist der Umgang mit Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen auch so ein Bereich, in dem man vielleicht eine breitere gesellschaftliche Diskussion haben sollte? Mhm. Unbedingt. Und also ich glaube, das ist auch es ist ein Zeichen auch dafür, dass in den letzten Jahren auch verstärkt das Thema Wissenschaftskommunikation wirklich thematisiert wird. Und dass auch immer mehr WissenschaftlerInnen eben angehalten sind, ihre Erkenntnisse in einer allgemeinverständlichen Sprache zu äußern. Also ich glaube, nicht ohne Grund gibt es immer mehr Vorträge so im Bereich Public Science oder Vorträge in irgendwelchen Bars und Pubs, wo WissenschaftlerInnen auftreten. Also das sind, glaube ich, alles Zeichen dafür, dass die Gesellschaft auch eben mehr verstehen möchte, was wissenschaftliche Erkenntnisse betrifft und wie eigentlich auch NaturwissenschaftlerInnen arbeiten. Und das ist eben immer auch, das beruht eben auf Gegenseitigkeit. Also es muss eine Gesellschaft geben, die sich informieren möchte. Und es muss WissenschaftlerInnen geben, die ihre Ergebnisse eben auch gerne nicht nur der Scientific Community publik machen möchten, also anderen WissenschaftlerInnen, sondern eben auch die Gesellschaft ansprechen möchten und dafür als ihre Aufgabe es auch betrachten, die Gesellschaft mit aufzuklären und zu informieren. Ist es denn möglich, wenn Sie arbeiten an der Hochschule, ist es denn möglich, dass man dieses Thema der Naturwissenschaften stärker in den naturwissenschaftlichen Studiengängen integrieren kann? Oder sind da die Fachstrukturen so stark, dass das nicht möglich oder nicht erwünscht ist? Es ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Also die Hochschule ist tatsächlich insgesamt auch ein schwieriges Forschungsfeld, stelle ich mal fest. In meinem Bereich forschen wir natürlich auch viel in Schule und es ist schon schwierig, die Klassenzimmertüren zu öffnen, aber da hat sich einiges in letzter Zeit auch getan, dass immer mehr Lehrkräfte auch bereit sind, ihre Türen zu öffnen. Das ist bei Hochschullehrerinnen, habe ich den Eindruck, noch weniger der Fall.
Das halt mag zum einen mit der Freiheit der Lehre zu tun haben, dass man ja eben dann auch wenig Vorschriften machen kann. Zum anderen aber mag das vielleicht auch mit einer gewissen Angst zu tun haben, dass man einer gewissen Kritik ausgesetzt wird, wenn man seine Tür öffnet. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil eigentlich geht es immer darum, finde ich, gemeinsam Dinge zu entwickeln, durch Beobachtungen auch wieder Handlungsalternativen zu generieren und zu ermöglichen. Und es wäre eigentlich schön, wenn wir Hochschullehrerinnen unsere Türen da mehr aufmachen würden und da auch empfänglich wären für Feedback und Rückmeldung. Und da wäre es natürlich dann auch, wenn jemand seine Türen aufmacht, möglich, solche Themengebiete wie die Natur der Naturwissenschaften mehr dann auch in die klassischen naturwissenschaftlichen Studienfächer zu integrieren. Ich hielte das für sehr wichtig, dass man mal reflexiv auch auf die einzelnen Fachkulturen draufblickt. Eine Frage im Bereich, die Türen öffnend, ist, sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler direkt in der Politik beteiligt werden, anstatt nur in beratender Position, und könnte dies gegen Fake News helfen? Schwierig. ich finde das insofern schwierig, weil das WissenschaftlerInnen natürlich eine Doppelrolle zuschreibt, und sobald man eben auch politisch aktiv ist, dann vielleicht eine gewisse Unabhängigkeit auch verliert, weil es natürlich immer bestimmte Parteien, bestimmte Parteiprogramme haben und ich, ja, dann natürlich auch bestimmte Dinge verfolgen oder forcieren oder dementsprechend dann auch wissenschaftliche Daten so auslegen, wie sie das für ihre politische Richtung brauchen. Und insofern fände ich es schwierig, als Wissenschaftlerin politisch auch tatsächlich mich dann für eine Richtung auch dann sozusagen zu entscheiden. Ich finde, da muss man unterscheiden zwischen mir als Person und mir eben als Wissenschaftlerin. Und ich würde eher meinen, WissenschaftlerInnen sollten in der Beratungsfunktion, in der Aufklärungsfunktion bleiben, um hier eben auch unabhängig zu sein und sich nicht den Vorwurf dann auch von Parteilichkeit dem zu unterliegen. Aber das, ja, da mögen andere Ansichten herrschen. Ein weiterer Bereich ist, ist die Frage, wie bewerten Sie es denn, dass das Studium und Ergebnisse zu Covid-19 aktuell öffentlich diskutiert werden, ohne diesen Peer-Review-Prozess durchlaufen zu haben? Ja, es ist immer, ich finde, man hat immer keine Schwarz-Weiß- oder Ja- oder Nein-Antwort darauf, weil also so wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG, das auch schreibt, es ist natürlich begrüßenswert, dass NaturwissenschaftlerInnen hier oder dass überhaupt schnell Ergebnisse auch zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ist es natürlich wirklich schwierig, wenn die Qualitätskriterien, die wir sonst haben, und da kann man auch über Peer Review diskutieren, ob das der ideale Weg ist, wissenschaftliche Qualität tatsächlich herzustellen. Das ist aber nochmal eine andere Debatte. Aber dass das jetzt so ganz wegfällt, das halte ich schon für schwierig. Und ich finde, dass solche Publikationen wenigstens dann mit einem entsprechenden Vermerk einhergehen müssten, was eben nicht nur heißt, dass dies ein Preprint ist, sondern eben auch vielleicht ein entsprechender Vermerk, dass diese Ergebnisse vorläufig sind, noch nicht überprüft sind, sich noch wieder verändern können, wenn wir weitere neue Erkenntnisse haben. Weil das ist ja die ganze Zeit der Fall. Wir entwickeln die ganze Zeit neue Studien generiert, es kommen neue Daten, wir haben Zugänge zu neuen und mehr Fällen, wodurch dann wieder neue Ergebnisse produziert werden. Und also wie gesagt, es gibt, glaube ich, keine Schwarz-Weiß-Antwort, sondern es ist zum einen grüßenswert, aber es müsste mehr noch mit einer weiteren Message dahinter, glaube ich, belegt sein, wie diese Ergebnisse dann auch einzuschätzen und zu beurteilen sind. Ja, eine weitere Frage ist, der Erkenntnisbedarf rund um Covid-19 ist zurzeit riesig, auch weil Politikerinnen Grundlagen für ihre Entscheidungen benötigen. Ist es in dieser Hinsicht zulässig, dass die Studien eine sehr, sehr kleine oder sehr, sehr homogene Stichprobe beinhalten, beispielsweise die Heinsberg-Studie, und dann als Entscheidungsgrundlage genutzt werden? Oder sollten wir mehr Geduld haben und größere Studien durchführen? Also langfristig wird ja auch angestrebt, größere Studien zu haben. Und das halte ich auch für ganz wichtig, dass wir hier wirklich eben nicht nur auf eine lokale Studie zurückgreifen. Aber teilweise hatten wir ja am Anfang überhaupt gar nicht, hatten die entsprechenden NaturwissenschaftlerInnen ja gar keine anderen Möglichkeiten. Und es mussten natürlich auch eben relativ schnell Entscheidungen her. Also das mag in anderen Fällen, wo nicht so schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, mag das anders aussehen. Aber hier musste man eben, glaube ich, mit dem arbeiten, was an Daten vorhanden war.
Und musste eben dann auch, oder die Politik musste dann auch nach einem gewissen Vorsorgeprinzip entscheiden. Also versuchen, auf der Datenbasis, die da ist, Entscheidungen zu treffen, um möglichst eben ja, so viele negative Konsequenzen, wie es nur geht, auch abzuwiegeln. Und das ist, glaube ich, genau das, was die Politik getan hat und warum eben auch so schnell solche Studien dann her mussten, damit es überhaupt eben auf einer gewissen Wissenschaftlichkeit beruhte, was entschieden wurde. Und ich möchte nicht in der Haut der Person stecken, die das alles entscheiden mussten oder nach wie vor auch entscheiden müssen, ob es jetzt zum Beispiel auch Lockerungen gibt und Ähnliches. Ich stelle mir vor, dass das eine unglaubliche Bürde ist und eine riesige Verantwortung. Und da müssen natürlich erstmal Studien her, die vielleicht dann auch nur im kleinen Rahmen schnell Ergebnisse liefern können, aber wie gesagt, immer unter einer gewissen Vorläufigkeit und dann eben auch längerfristig erweitert werden, sodass dann auch vielleicht Entscheidungen nochmal überdacht werden oder nochmal umentschieden werden. Aber ich glaube, die Politik war hier wirklich angewiesen darauf, dass wir schnell zu Daten kommen, um das Schlimmste zu verhindern. Ja, eine weitere Frage geht so ein bisschen in die Richtung des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses, den Sie ja vorgestellt haben, und ist so ein bisschen ketzerisch: Ist Scheitern nicht die Regel bei wissenschaftlicher Forschung? Gerade wenn man jetzt auf 100, 129 Impfstoffkandidaten blickt, von denen im besten Falle sich einer durchsetzt? Hoffentlich, ja. Natürlich, Scheitern ist die Regel. Also das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, also es werden viel mehr Ergebnisse produziert, als es dann jemals auch an die Öffentlichkeit schaffen. Und es wird ja dann auch jetzt von einigen Publikationsorganen eben gefordert oder auch in einigen Bereichen, dass man eben auch genau diese Fehlversuche publiziert. Weil genau aus diesen Fehlern können ja andere Wissenschaftler dann auch wieder lernen, können ja dann auch wieder ihre Studien eben anders anlegen, bevor vielleicht sich mal ähnliche Dinge wiederholt werden, wo andere schon wissen, dass das nicht funktionieren kann. Also ich würde das für ganz wichtig halten, dass man auch Studienergebnisse veröffentlicht, bei denen nichts rausgekommen ist oder Dinge rausgekommen sind, die man vielleicht gar nicht erwartet hat oder die so gar nicht der Fragestellung oder der Hypothese entsprochen haben. Und ich glaube, dass es da auch eine unterschiedliche Kultur gibt, was jetzt auch die Geisteswissenschaften oder die Naturwissenschaften angehen. Also ich kenne es aus meinem Bereich jetzt so in der Didaktik der Naturwissenschaften. Wir sind ja so eine Schnittmenge aus Sozialwissenschaften mit einem Fokus auf naturwissenschaftliche Felder und Fachgebiete. Und ich kenne es durchaus so, dass wir auch Dinge publizieren, die eben nicht, also wo sich vielleicht die erste Hypothese nicht bestätigt hat. Oder dass wir auch Studien anfertigen, Forschung machen, die überhaupt erstmal Hypothesen generierend ist. Und da sehe ich auch in der Fachkultur der Naturwissenschaften das eher eine Publikationspraxis, wo eben nur erfolgreiche Ergebnisse dann auch publiziert werden. Und das halte ich auch tatsächlich für schwierig. Also ich glaube, dass man kommt schon sowieso nicht hinterher, das alles zu lesen. Das würde dann natürlich noch deutlich schwieriger werden, aber es sollte vielleicht entsprechende Bereiche oder Rubriken in Journals geben, wo auch Platz für solche Dinge ist. Ja, vielen, vielen Dank. Eine Frage ist noch, und zwar einige Wissenschaftlerinnen, beispielsweise der Herr Drosten oder Herr Kikule, stehen zurzeit extrem in der Öffentlichkeit. Wie bewerten Sie diesen Kultstatus und lenkt dieser möglicherweise von der Diskussion der Inhalte ab? Mit Sicherheit, ja. Was ich gut finde, ist, dass es eben WissenschaftlerInnen gibt, die sich dieser Aufgabe der Wissenschaftskommunikation stellen. Also dass es den Versuch gibt, die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir bisher haben, der Bevölkerung nahezubringen und zu erklären. Weil wir im Moment und auf einem Wissenschaftsgebiet sich betätigt wird, wo es ganz wichtig ist, dass die Bevölkerung dann auch entsprechende Handlungsempfehlungen bis hin zu Handlungsanweisungen auch befolgt. Insofern braucht es auch Menschen, die eben diese wissenschaftlichen Ergebnisse allgemeinverständlich erklären. Und was dann aber passiert, ist, dass sowas ja natürlich immer eine eigene Dynamik dann auch kriegt und das Ganze natürlich dann auch medial eben aufgegriffen wird. Also das Ganze dann auch verstärkt wird und dass dann eben diese WissenschaftlerInnen wieder nicht als FachexpertInnen in den Medien präsent sind, sondern eben auch mit ihrer Person und dass daraus dann eine bestimmte Figur gestrickt wird etwas gemacht wird, was, glaube ich, niemals im Sinne der VirologInnen gewesen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass
mag natürlich sein, aber ich will es Ihnen nicht unterstellen, dass die es da auf diesen medialen Hype abgesehen haben, sondern dass es wirklich darum ging, hier aufzuklären und Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Aber die Medien spielen eben dann auch gerne mit diesem Bild von Wissenschaft. Also wenn Sie alle an diese Wissenschaftssendungen denken, wo populärwissenschaftlich möglichst spektakuläre Mythen untersucht werden oder nochmal aufgegriffen werden oder wo eben ein ganz bestimmtes Bild von Naturwissenschaftlern, und jetzt sage ich auch bewusst die männliche Form, dargestellt wird, also sei es Big Bang Theory oder andere Sendungen, also da wird ja ein ganz bestimmtes Bild auch von Naturwissenschaften medial kreiert. Und das ist einfach nicht zuträglich dafür, wie Naturwissenschaft funktioniert und trägt auch nicht dazu bei, dass sich zum Beispiel SchülerInnen gut mit NaturwissenschaftlerInnen identifizieren können und ein Interesse daran haben, zum Beispiel selbst dann später in die Naturwissenschaften auch einzusteigen und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Und da haben die Medien tatsächlich auch eine große Verantwortung, wie sie NaturwissenschaftlerInnen und unsere Fächer darstellen. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn Sie sich eine Sache als Lehrer aus der Krise wünschen könnten für das Feld der Natur, der Naturwissenschaften, was wäre das? Das wäre, glaube ich, dass allen Menschen ein bewusster wird, was Naturwissenschaften leisten können und was sie auch nicht leisten können. Also die Möglichkeiten und Grenzen der Naturwissenschaften besser einschätzen können. Und ein realistischeres Bild davon bekommen, wozu wir in den Naturwissenschaften in der Lage sind und nicht mit so hohen Erwartungen an die oder überzogenen Erwartungen an die Wissenschaft rangeht und sich auch in der Lage fühlen, jetzt mehr auch sich selbst wirklich zu informieren und sich selbst auch in der Verantwortung sehen, sich über naturwissenschaftliche Erkenntnisse wirklich kundig zu machen und ihnen nicht alles zu glauben, was präsentiert wird. Das war jetzt nicht nur eine Sache, aber das wären so Dinge, die mir ganz wichtig sind. Ja, das ist doch ein sehr, sehr schöner Strauß. Vielen, vielen Dank, Frau Abels, für den Vortrag. Sie sind unseren hohen Erwartungen auf jeden Fall gerecht geworden mit einem sehr, sehr schönen, praktischen, lebensnahen und sehr positiven Input mit der anregenden Diskussion. Deswegen vielen, vielen Dank für den Vortrag. Vielen, vielen Dank bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern für die guten Fragen, die angeregte Diskussion. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie wieder begrüßen könnte am Montag. Donnerstag ist Himmelfahrt, da haben auch wir frei. Am Montag zu unserer nächsten Leuphana Home Session mit Margit Rumpf und Christian Holst zum Thema Kultur im Shutdown. Also von den Naturwissenschaften kommen wir zu den Kulturwissenschaften. Und in der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Und bleiben Sie gesund.